Herzlich willkommen, Freunde, bei einem kleinen Battle. Unser Gegner hat einen Lucario, ein Dragonir, ein Kramurx, ein Fuschling, ein Aquana und ein Skelabra. Na gut, bin ich ja mal gespannt. Ein Kramurx und ein Dragonir. Sie sehe ich jetzt nicht allzu oft. Das ist zum Dragonir, okay, kann ich mir noch was vorstellen. Aber Kramurx? Ich bin gespannt. Ich lasse mich gerne überraschen. Ich öffne mit Voluna. Einfach weil das Pokémon so schön elegant ist. Und eigentlich überhaupt keinen Kontext so reinbringt. Nehme ich das einfach mal. Tohido bietet sich sehr schön an, wegen Skelabra auf jeden Fall. Und weil ich meinen Zapdos noch dabei haben möchte, möchte ich Zapdos noch dabei haben. Ich bin jetzt einfach wirklich mal gespannt, wenn der Kramurx rausgeholt oder Dragonir, was er mit denen macht. Ganz ehrlich, da bin ich auch bereit dazu, denen auf den Leim zu gehen. Ja, mal gucken. Wirklich, mein Fokus liegt echt auf Dragonir und Kramurx. Ein bisschen mehr auf Dragonir, muss ich sagen. Weil da bin ich immer so ganz gespannt. Dragonir. Ich finde, Dragonir ist ein schönes Pokémon, aber halt durch Dragoran ist Dragonir halt überflüssig. Zum Teil. Von daher mal gespannt. Na, mal gucken. So, Voluna. Und das Dragonir. Genau das Pokémon, was ich mir oft hatte, als Gegenüber zu haben. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass eine Donnerwellentaktik oder sowas angewendet wird. Ich gehe jetzt einfach mal meine Standardstrategie erstmal ab. So. Mal gucken. Und? Donnerwelle. Wie gesagt, ich bin neugierig. Ich lasse mich doch gerne mal ein bisschen auf was ein. Ich gehe jetzt mal für Irrlicht. Warum bist du langsamer als ich jetzt? Drachenroute. Ach so, eine Taktik ist das. Okay. Kein Ding. Blöd nur, dass mein Zapdos ein bisschen immun gegen deine Donnerwelle ist. Ich gehe mal für Ladestrahl. Und gucke, ob er mich jetzt wieder rauswechselt. Wenn er mich rauswechselt, ist auch nicht schlimm. Feuersturm. Oh, er nutzt meine Sonne. Er nutzt meine Sonne. Oh, seine Wunden wurden geheilt. Okay, jetzt gehen wir für Windschnitt. Hau raus, Zapdos. Jetzt kannst du aber drauf klatschen. Der wird wahrscheinlich mit Evolite hier arbeiten. Autsch. Mein Life Orb. Zapdos wehrt die Attacke ab. Super gemacht, Zapdos. Los, komm, Windschnitt again. Hau raus. Zack, 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 zack. Und Ende. Jetzt kommt noch unser Life Orb, leider. Schmerzlass nach. Sonnenlicht. Ja. Okay, mal gucken. Ein Skelabra. Ich gehe für Donnerblitz direkt. Komm schon. Au, raus, Zapdos. Brutzel es weg. Au, das hat aber gute Spätstef. Kann das sein? Ich werde dem Skelabra aber keine, deswegen habe ich Tohido nämlich dabei. Ich werde ihm nämlich keine Möglichkeit geben hier. Ja. Ich bin da unschlüssig. Ich bleibe immer auf dem Schutzschild und warte erstmal, was er tut. Energieball. Okay. Hm.
Ich gehe für Knirscher. Nam, 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 nam. Bam. Und tschüss. Volltreffer. Das war unnötig. Das Skelabra wäre wahrscheinlich sowieso nicht mehr aufgestanden. So, Temposchub. Okay, was ist dein letztes? Lucario. Hallöchen. Ich denke mal, Erdbeben wäre die beste Variante. Stimmt, du kannst Patronenhieb, kann das sein? Könntest du. Erstmal Erdbeben hier. In your face. Das steht nicht mehr ganz. Nahkampf. Aber wir stehen noch. So. Soll ich nochmal so fies sein und den einmal spaßeshalber jetzt erstmal hinhalten? Ich würde nämlich gerne wissen, ob er nämlich die Attacke verfügt, über die ich denke, die er verfügt. Nämlich Patronenhieb. So. Hey, Schutzschild. Einfach mal Spaß, weil ich es kann. Turbo-Tempo. Okay. Das ist schon das Ende mal von Twido. Deswegen, ach komm, ich gehe weiter auf Schutzschild. Weil ich es kann. Mach mal nur. Okay. Ich weiß nicht, ob unser Volona jetzt noch durchkommt. Wir haben zwar Dürre, aber wir sind auch paralysiert. Und wir haben, ja, nur Solarstrahl, was 100% Treffergenauigkeit hat. Und er hat den Nahkampf, der übelst brutal von Lucario ist. Und uns sogar noch umhaut. Dank der Paralyse sind wir auf jeden Fall hatten wir keine Chance, schneller zu sein. Überhaupt keine. Obwohl dieses Volona auf Scheu getrimmt ist, mit Speed ohne Ende, konnten wir durch die Paralyse auf keinen Fall irgendwo mithalten. Irgendwie. Und Freunde, dann würde ich sagen, ich suche mir einen weiteren Kampf. So. David aus NRW. Ja. Mit Pokémon, die eigentlich alle auf 48 sind. Bisschen lustig. Mal gespannt, ob da was jetzt besonders hintersteckt. Ich finde es irgendwie lustig. Alle auf 48. Ich gehe mal für Tarnstern, wollte ich schon sagen. Donnerwille. Königsschild. Keine Sorge, ich will dich nur paralysieren. Ja, so, dann hätten wir das schon mal. Jetzt hätten wir hier wieder Stahl gegen Stahl. Ich gehe jetzt erstmal für Eisenschädel. Geht auf, er macht seinen Taktikwechsel. Das heißt, er wird eine offensive Attacke jetzt verwenden und verwendet den Schattenstoß. Eigentlich relativ uneffektiv auf Rick-Stil. Bam! Überreste? Okay. Du hast gerade Überreste. Komm, wir machen auch gleich mal Tarnsteine. Ich kann mir vorstellen, dass er gerade jetzt das Königsschild wieder raushaut. Gut. David aus NRW. Moment, Freunde. So, jetzt aber, meine Freunde. Ah, gleich mal ein Glurak zur Eröffnung. Sehr schön. Das ist doch sehr, sehr schön. Okay. Gehen wir nochmal glatt für Donnerschlag. Ein Y-Glurak, so wie ich es mir vielleicht schon ausgemalt hatte, meinen kühnsten Träumen. Ja, mit Dürre. Und Luftschnitt dann auf einmal. Komm halt durch, schmeiß der Griff. Oh yeah.
Donnerschlag. Hier. Bäm. Zack. Und was wetten wir, dass wir dieses Duell Meistergriff gegen Glurak gewinnen? Hm? Wer schätzt es? Oh nein, er ruft zurück. Okay. Never mind. Voltenso. Kein Problem, ich klopf gerade nochmal mit Tempo über Voltenso. Hast du halt schon mal mehr als die Hälfte der Energie verloren. Oder auch mehr. What the fuck? Und das war kein Volltreffer. Ach, stimmt ja. Stimmt ja, dieser schwankende Schaden. Hallo, Dragoran. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht so... Vielleicht... Okay. Bababam, ouch. Dragoran hat mir eine schöne Schelle gegeben. Okay, Tohaido hebe ich mir auf für das schöne Glurak. Und lass jetzt erstmal hier Zapdos die Vorarbeit machen. Ich gehe direkt auf Donnerblitz. Ladestrahl ist jetzt hier überflüssig. Zip. Puh. Achso, Multischuppe, oder? Mhm. Multischuppe, würde ich mal sagen. Okay, dann nochmal auf Donnerblitz. Das ist das, was Dragoran so gefährlich macht. Dank der Multischuppe hält es einen Treffer auf jeden Fall stand. Komm, das halten wir durch. Oh, Zapdos, dafür mag ich dich. Gesäppt. Oh, Zapdos. Deswegen mag ich es, auf Zapdos KP zu spielen. Das ist, hält das auch mal so einen Schlag aus nach einem Boost von einem Pokémon. Okay. Das sollte jetzt eigentlich ein einfaches Game werden. Mit unserem Tohaido-Leinchen. Hallo, Taido. So, aber erstmal gehen wir für Schutzschild, ja? Egal wie rum er spielt. Ich bin gerade ein paar Szenarien durchgegangen. Egal wie er spielt. Ja. Glurak hat kein First Strike in seinem Pool. Er wird auf jeden Fall nicht so durchkommen. Ich habe Focus Gun, mein Freund. Selbst mit einem Volltreffer und einem Boost. Mache ich dich trotzdem kalt. Oder hast du einen Beulenhelm? Und dann kriegst du die Kretze jetzt. Ich dachte gerade schon so, das wär's, ey. Dragoran mit Beulenhelm, ey. Da hätte ich die Kretze jetzt gekriegt. So. Ja, genau. Hau deine Dürre wieder raus. So, und Knirscher. Ja. Nam, 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 nam. Da geht Glurak zu Boden. Und Tohaido reißt das Match für uns um. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag die Fähigkeit Temposchub. Na, ganz ehrlich. Ich muss mal unsere letzten beiden Pokémon mal wieder austauschen. Ich habe nämlich da nämlich Glurak und Volona und da würde ich gerne mal wieder was anderes drin haben. Das war's erstmal von mir, meine Freunde, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.